Das Derby Fass Berlin gegen den ECC Preußen wird präsentiert von der Nordlandbaugesellschaft. Trauer auf der freien akademischen Seite, hoffnungsvolle Freude auf der gegenüberliegenden. Fass Berlin gegen den ECC Preußen. Das letzte Spiel der Relegationsrunde, ein Derbyabend mit zwei Gesichtern. Auf gut Deutsch gesagt, scheiße, ganz einfach. Wir sind abgestiegen, das ist einfach nur mal so. Unser Ziel war, dass wir in der Liga bleiben. Das ist einfach Wahnsinn. Ich kann dieses Wort Wahnsinn nur heute 120 Mal sagen. Das ist natürlich bitter, dass wir verloren haben. Damit sind wir auch also wirklich jetzt endgültig sportlicher Absteiger. Das waren wir schon davor. Abstiegskampf, Derbyfieber, Zutaten für ein mitreißendes Eishockeyspiel. Die Gesichter der Teams verraten es bereits. Fass verliert, Preußen gewinnt. Aber allein mit diesem Wissen ist der Abend noch nicht komplett erzählt. Die Ausgangslage brisant. Mit einem Sieg vom ECC und Schützenhilfe der Crocodiles Hamburg gegen den HSV wäre der Gast Zweiter in der Abstiegsrunde und somit sicher in der Oberliga Nord. Doch die Hausherren möchten noch am Lokalrivalen vorbeiziehen und bei einem möglichen Rückzug einer anderen Oberligamannschaft der erste Nachrücker sein. Das Feuer auf und neben dem Eis während der gesamten Partie immer wieder zu spüren. Aber mehr als das kommt im ersten Drittel nicht bei rum. Abhaken 0:0. Das zweite Drittel torraummäßig dann deutlich interessanter. Der ECC, logisch, der Chance des Klassenerhalts wegen, gut am Drücker und mit ein paar vielversprechenden Gelegenheiten. Auf der anderen Seite Fass, ohne die wichtigen U18 und U19 Nationalspieler Maximilian Adam, Lars Schiller oder Raphael Grünholz, die wegen internationalen Turnieren fehlen, vorne nicht ganz so gefährlich, aber dafür hinten mit Goalie Christian Krüger, der da einiges wegfischt. Aber irgendwann ist auch der akademische Schlussmann machtlos. Christian Schimming zum ersten und zum zweiten. Im Nachsetzen verwandelt der 26-Jährige zum 1:0 aus Gästesicht. Der Freudenschrei kaum über die Lippen gebracht. Da klingelt schon wieder, allerdings im anderen Tor. Ryan Wartig gleicht praktisch im Gegenzug für seine Akademiker aus. 21 Sekunden nach dem Rückstand das 1:1 durch ein 1:1. Bereits zum fünften Mal gibt's dieses Match in der laufenden Spielzeit. 4 Siege stehen auf dem Konto der Jungs aus dem Wellblechpalast. Doch in der 6. so wichtigen Ausgabe des Derbys wittern die Preußen ihre Chance und nutzen diese. Michal Wimazal bringt Partystimmung in den Auswärtsblock, das Powerplay schön ausgespielt und ausgerechnet Max Janke, letzte Saison noch bei Fass, bereitet vor. Das Unterzahlspiel macht dann auch noch den berühmt-berüchtigten Unterschied. Nach einem Check gegen den Kopf und Nacken ist das Spiel für Fabio Patschek zu Ende. Das bedeutet 5 Minuten Unterzahl und das 3:1 gegen die Jungs von Headcoach Oliver Mietke. Felix Braun mit der Vorentscheidung. Ole Olef kann in Überzahl für seine freien Akademiker noch anschließen, doch zum Schluss steht für die Hausherren eine 2:3 Niederlage und der sichere sportliche Abstieg. Bitter, aber Kopf hoch. Ich denke mal, wir hatten einen größeren Willen zu siegen heute. Das hat man ganz klar, glaube ich, gesehen heute. Jetzt haben wir erstmal Pause. Ich glaube, das brauchen wir auch. Wir haben jetzt, ich glaube, 56 oder 54 Spiele hinter uns. Wir gehen jetzt erstmal in die Pause, dann müssen wir mal analysieren, an was es wirklich liegt, wie wir weitermachen, mit welchen Spielern wir weitermachen und die Zeit bringt es dann. Und drüben? Beim ECC bangt man auf seine eigene frühfeierliche Weise. Trotz Sieg ist Björn Leonards Mannschaft ja noch nicht sicher gerettet, aber aufatmen. Die Crocodiles gewinnen gegen den HSV 4:0, Preußen bleibt damit in der Oberliga. Ja, natürlich nur positive Emotionen. Also wir haben so viele Niederlagen einstecken müssen dieses Jahr, auch unnötige Niederlagen. Haben die meisten Derbys gegen Fass dieses Jahr leider verloren, aber das Wichtigste zum Ende haben wir gewonnen. Also Freude war natürlich riesengroß. Am Ende der Saison haben wir nicht mehr gut gespielt, aber wir haben es geschafft, als Team wieder zusammenzuwachsen und haben uns auch mit den Fans nochmal zusammengesetzt. Und was die heute auch wieder abgerufen haben, wie die uns unterstützt haben, war einfach grandios. Und dann nochmal vielen Dank. Oberliga again für den ECC.
Mund abputzen und nach vorne gucken für FAS Berlin. Mit starken Partnern im Rücken für den schnellen Wiederaufstieg, damit wir schon bald wieder solche mitreißenden Derbys zu sehen bekommen. Das Derby FAS Berlin gegen den ECC Preußen wurde präsentiert von der Nordland Baugesellschaft.